Weiter geht es mit dem Let's Play zu Assassin's Creed 2. Raus aus der Stadt hier. Also das ist echt ein verdammt langer Weg hier, um hier aus der Stadt rauszukommen. Und ich glaube, ich muss jetzt auch aus der Stadt hier raus. Ja. Erstmal schöne Laufarbeit für Ezio hier. Jo. Was soll man da groß zu sagen? Vielleicht ein paar Mönche ausrauben. Genau. Hahaha. Keiner hat's gesehen. Das ist aber auch echt verdammt lange. Ich hab's schon mal in einem anderen Teil gesagt, also in Assassin's Creed Brotherhood wird es so sein, dass man Pferde in den Städten nutzen kann. Das finde ich auch echt sinnvoll. Das muss ich echt an dieser Stelle nochmal erwähnen. Weil, warum nicht? Ne? So. Gleich erstmal Kutschenfahrt, denke ich. Ja, ich glaube. Gleich muss ich mit der Kutsche fahren. Ja, das kommt jetzt. Los. Schneller. Ja. Hallo Leonardo. Leonardo! Ezio? So ein Glück! Ich habe hier ein kleines Problem. Mal sehen, ob ich helfen kann. Ich weiß, wie man es repariert, habe aber nicht die Kraft. Könntest du den Wagen anheben? Was ist das für ein Ding? Hä? Sieht aus wie eine Riesenfledermaus. Nichts, nur eine Idee, an der ich arbeite. Ich konnte sie nicht vergessen. Wofür ist es? Nun, ich sollte nicht darüber sprechen. Ach, zum Teufel! Ich halte das nicht aus! Ezio, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ein Mann fliegt. Komm, ich fahre. Aber ich habe doch noch nicht mal gesagt, wohin ich will. Ja, gut. Leonardos Kutsche nach Venedig fahren. Venedig, so eine schöne Stadt. So viele Inspirationsquellen. Ponte del Rialto, Piazza San Marco, La Sinale. Psst, was ist? Wir sind nicht allein. Was geht hier vor? Wer sind die? Rodrigo Borgias Männer. Warum? Was wollen sie von uns? Ich denke, sie wollen unseren Tod. Leonardo, versteck dich! Gut. Also, das habe ich ab und zu mal versaut. Ei, Jungs, was wollt ihr denn hier drauf? Genau. Wo ich das erste Mal durchgespielt habe. Sind hier einige hier drauf gekommen auf die Kutsche. Und da musste ich das nochmal probieren. Ich hoffe, das läuft jetzt besser. Kutsche darf nicht kaputt gehen. So, Soldaten dürfen hier nicht drauf sein. Ja, sowas sollte nach Möglichkeit auch nicht passieren. Pass auf, lass die Kutsche nicht kippen. Ja, nicht in so Sachen reinfahren da. Das ist gefährlich. Gleich wird da noch so eine. Scheiße. So eine Brücke zerstört. Das kommt ja dann auch noch hier, genau. Halt dich gut fest.
das wird ein bisschen hart. Das ist echt lustig. So, genau, jetzt den ganzen Flammen ausweichen noch. Das ist echt nicht ganz so leicht. Wow, I burn. So, jetzt kommen die ganzen Wachen da noch und schmeißen sich noch an den Wagen dran. Hilfe! Hoffentlich überstehe ich das. Oh, drei Wachen hier am Wagen. Ist das denn möglich hier? Ja, noch sieht das Ganze... jetzt schmeißen sie hier wieder mit den Pfeilen. Noch sieht es ganz gut aus, aber... natürlich voll reingefahren. Ah, es hat aber auch ein Scheiß-Handling, der Wagen hier. Auch kein Nitro. Was? Ich hab doch Hand gedrückt. Scheiße. Ich hab sowas kommen sehen, ey. Ah, na gut. Jetzt bin ich hier. Irgendwie hat's nicht reagiert, wo ich Hand gedrückt hab. Auch schon fast am Ende der Videozeit. Eieieiei. Muss ich mich beeilen hier ein bisschen. Natürlich fahre ich jetzt hier voll rein. Sollte es anders sein. Es ist nicht mehr weit, aber... ja, was soll man machen? Ja, jetzt kommt der wieder, natürlich. Ja, Hand! Ach, ganz oft hintereinander, oder was? Oder gedrückt halten? Müsste man hier mal auch dazu sagen, wenn man sowas machen sollte. Ich weiß es nicht, ich habe einfach alle Tasten gedrückt gerade. Ah! Los, Leonardo! Sie wollen mich, nicht dich. Ich treffe dich später wieder. Gut! Kurze Pause, gleich geht es weiter. Vielen Dank fürs Zusehen.